mal wieder eine kleine Kescherrunde. Ich bin hier an der Dresdner Heide und habe mir jetzt ein paar Kesch im Vorfeld rausgesucht. Da hinten geht es erstmal zur Tanzwiese. Da ist der erste Versteck. Das ist die Tanzzipfelwiese. Der Name rührt daher, August der Starke hat hier Party gemacht. Und einen Spaß erlaubt. Er hat die ganze Jagdgesellschaft, alles nur die Herren Jäger. Hier diese Wiese reihum, einmal umrunden. Tanzen. Es bildeten sich immer zwei Paare, zwei Männer, und sie fingen an zu tanzen. Und ein junges Bauernpaar aus der Gegend hat euch beobachtet. Und die Kirscher dachte, komm los, wir machen jetzt auch mit. Und zogen die Runde und kämpften sich hier ungefähr 1,5 Kilometer die Runde rum. Und als sie ankamen, kamen sie das Land geschenkt. Irgendwo hier muss der Cache versteckt sein. Wir springen wieder heute. Ich habe den Cache nochmal aufgerufen hier. Also wie die Tanzzipfelwiese zu ihrem Namen kam. Die Legende der Tanzzipfelwiese hieß. Das heißt der Cache. Ja, mir geht erklärt, worum es geht, habe ich ja vorhin schon. Bei den oben genannten Koordinaten werdet ihr den Cache finden. Ganz in der Nähe könnt ihr es euch
an einer Picknickbank bequem machen. Das ist da, wo ich das Foto gemacht habe. Und den wunderschönen Blick auf die Tanzzipfelwiese genießen. Und vielleicht wagt ihr ja auch mal ein Tänzchen. Da hinten geht ja die Wiese noch hinter den Bäumen. Gestern zuletzt gefunden von einem gewissen 2TÖ. Aber große Tipps gibt es ja nie weiter, nicht mehr weiter suchen. Mir ist da gerade was aufgefallen. Ich vermute mal hier unten, obwohl hier steht auch noch 8 Meter entfernt. Ha! Mitbewohner. Da vorne ist der Förster unterwegs. Ich nehme es mal an, dass der Förster ist. Er wirft ab und zu ein Stück Rohr oder irgendwas gegen die Bäume. Ich vermute mal, am Klang sagt er oder hört er, ob die Bäume moscht sind. In dem Baum ist einer versteckt. Waldblick Reloaded nennt er sich, aber das ist ein Klettercache und hier braucht man ein Kletterseil. Was aber nicht so mein Ding ist. Wir kommen zum nächsten. Meter. Es gab ein Spoilerfoto, das könnte nach dem Spoilerfoto dieser Baumstumpf hier sein. Aber leer, wie es aussieht. Da ich mir im Vorfeld schon gelesen habe, dass gestern jemand gesucht hat und nie gefunden hat, hier von gestern, der 2TÖ, der den anderen vorhin auch gefunden hat, hier haben wir lange und gründlich entsprechend dem Hint gesucht. Leider keine Dose gefunden. Ob sie verschwunden ist. Ich nehme es mal ganz stark an. Schade. Der nächste Cache ist deaktiviert. Ich werde trotzdem mal gucken, ob ich ihn finde oder ob es den noch gibt, weil er quasi am Weg liegt. Und im September hat ihn schon mal jemand gesucht. Und Moment. Er nennt sich Zug am Bach.
Dann nennt sich Zug am Bach. Den hat am 28. September der letzte gefunden. Als ich meine Cache-Liste vor einiger Zeit erstellt habe, war der Cache noch aktiv. Heute war ich daher vor Ort. Die Konstruktion war in Ordnung. Die Dose konnte ich nach etwas Suchen finden. Ich sage nur, Augen auf. Im Logbuch ist noch Platz. So. Und das geht jetzt hier irgendwo quer in den Wald rein. Das sind ungefähr 70 Meter. Mal sehen, wo wir hingehen. Zug am Bach. Ich vermute mal, hier hat einer zu stark gezogen und den Baum umgeschmissen. Koordinaten springen hier ziemlich, hier wurde aber auch schon viel weggesägt. Und wenn der schon seit September deaktiv ist, könnte durchaus sein, dass es den nicht mehr gibt. Also an der Stelle führt er mich von den Koordinaten am besten hin. Ich vermute mal, so wie es geschrieben war, hat hier jemand von einem Baum an einen anderen Baum einen Zug, einen Strick gelegt, an dem man den Cache vom Baum runterlassen kann. So in etwa hat er es auch geschrieben hier. Bitte geht mit der Mechanik langsam und vorsichtig um. Nicht, dass was überdehnt wird und reißt. Das Legen hat nämlich zu zweit schon ein wenig Arbeit gekostet. Und es wäre schade, wenn die Dose im schlimmsten Fall baden geht, wegen überzogener Gewalt. Viel Spaß beim Loggen und keinen nassen Typ. Es gibt noch ein Hinweisbild, das ist dann gleich da vorne, allerdings vor der Bach jetzt kein Wasser. Da vorne über die Hauptstraße und dann auf den Dachshügel heißt der, glaube ich, da ist noch ein Cache und dann gehen wir wieder zurück in den Wald und zum Auto. So, das ist der Dachsenberg. Der Dachsenberg ist die höchste Erhebung in der Dresdner Heide mit seinen 280,8 Metern. Von der Dose aus könnt ihr mit etwas Glück in nordwestlicher Richtung einen großen Sendeturm sehen. Ja, dazu stehen noch zu viele Bäume hier. Dieser gehörte der Stasi, die hier bis 1989 eine Lauschstation betrieb. Das Objekt ist nach der Wende in eine Naturschutzstation des NABU verwandelt worden. Jetzt lauschen hier Erwachsene und Kinder gleichermaßen den Geräuschen der Natur.
Was könnt ihr hier auch? Was hört ihr gerade, als ihr die durchgehoben? Nur die Straße? Vögel? Den Dachs? Ja, für Vögel ist es etwas laut hier an der Straße. Aber der Kerst liegt hier hinter dem Baum. Nur ein kleines Logbuch in einen Paddling. Ja, da die Wölfe jetzt mittlerweile in der Heide angekommen sind, kann man ja auch noch mal ein bisschen Ausschau halten, ob man irgendwo Spuren oder vielleicht einen Wolf erblickt. Vor vielen Jahren habe ich ja schon mal einen Wolf getroffen. Da war ich in der Gegend um Nischke mit dem Hund unterwegs. Und plötzlich hielt der Hund an, spitzte die Ohren. Da guckte ich in die Richtung und da stand höchstens 10 Meter von uns weg ein riesengroßer Wolf. Der Hund, der wusste natürlich auch gleich, dass er mir einen kürzeren ziehen würde und blieb ganz ruhig neben mir stehen. Und nachdem wir uns eine Weile angeguckt haben, ging der Wolf gemütlich in den Wald und verschwand wieder. Ja, und vielleicht treffen wir ihn ja heute wieder. Das ist kein Wolf gewesen. Müssen wir weiter suchen. Das war wahrscheinlich auch kein Wolf. Thank you.
Pilze habe ich schon mehrere gefunden. Wenn ich gerne welche essen würde, dann hätte ich wahrscheinlich mein Armbrot schon längst zusammen. Was gibt es hier für okkulte Bräuche? Ist ja gruselig. Es wird immer gruseliger hier. Geht mal los. Wenn man ganz leise ist, kann man auch exotische Tiere hier im Wald beobachten. Der nächste Cache am Erzberg, aber da ist kein Hinweis, aber die Richtung stimmt. Der Erzberg. Einfach zu finden, der Cache am Erzberg in der Dresdner Heide. Vor vielen Jahren wurde versucht, hier Erz und Gold zu finden, allerdings ohne größeren Erfolg. Neben der Bienen- und Viehzucht spielte die Fischerei und Nutzung fließender Gewässer
durch den Mühlenbetrieb, den Torfabbau und die Köhlerei für die Bewirtschaftung der Dresdner Heide eine wichtige Rolle. Zudem wurde Erz gewonnen. Ob mit größerem Erfolg, lässt sich wegen der spärlichen Quellenlage nicht mehr sagen. Viele überlieferten Nachrichten sind eher in den Bereich der Sage zu verweisen. Dass nach Silber gesucht wurde, ist verbürgt. So vermerkte das Forstzeichenbuch des Kurfürsten August von 1572 im jetzigen Revier Hofewiese ein Silberbergwerk, Ober die Priesnitz. Forstortsnamen wie Erzberg, Goldbrunn und Silbergruben zeugen ebenfalls von Versuchen, in der Heide Edelmetalle zu gewinnen. Fest steht, dass das Wasser der Priesnitz nicht nur einen erhöhten Eisengehalt aufweist, sondern auch verschwindend kleine Mengen an Gold mit sich führt. Vor diesem Hintergrund sind Überlieferungen, nach deren Abenteurer an den Flüssen und Bächen der Heide Gold zu waschen versuchten, durchaus glaubwürdig. Zumal die Reste solcher Goldwäschen noch auffindbar sind. Namentlich bekannt ist ein gewisser Traugott Starke, der 1769 im Priesnitzgrund der Goldwäscherei nachging. Edles Metall aus der Priesnitz am Erzberg. Am Erzberg finden sich heute noch Stollen, die auf einen intensiven Bergabbau hinweisen. Im 18. Jahrhundert wurden die Goldwäscherei und das Erzschürfen im Heidegebiet gänzlich eingestellt. Die Edelmetallvorkommen der Priesnitz und ihren Zuflüssen hatten sich als zu gering erwiesen, als dass eine Ausbeutung lohnenswert erschien. Also, brechen wir hier ab. Das ist ein Ausschnitt aus der Sächsischen Zeitung. Und der Cash liegt hier hinten hinterm Baum. Wenn ich auch keine Wolfsspuren gefunden habe, habe ich hier Spuren einer alten Zivilisation gefunden. Wofür wird das mal gewesen sein? Gab hier auch mal einen Sendemast? Dass das ein Halteseil von einem Sendemast war. Vielleicht finde ich ja im Internet noch was drüber. Ja, gemütliche Runde gedreht und auch noch eine Dose gefunden. Oder zwei. War doch schöner dort. Ja, doch, glatt jemand seinen Wanderschuh verloren.